Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja Leute, heute, ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen, heute zeige ich euch meine Reitersachen, die ich so beim echten Reiter benutze, also im Echt. Also ich reite ja auch in Echt, nicht nur auf meinen Holzherden. Und ich werde euch jetzt heute mal meine Sachen zeigen, ja. Ich würde einfach sagen, beginnen mit der ersten Sache und ich würde einfach sagen, let's go mit dem Video. Die erste Sache, die ich euch zeige, sind die Jacken, weil ich schon 3 Jacken habe und eine ist in der Weste, Wäsche, aber ich gucke mal, ob ich helfen holen kann. Die erste Jacke, die ich euch zeige, ist einmal meine Regenjacke. Ja, die hatte ich lange nicht mehr an, weil ich jetzt seit fast 7 Monate im Reitverein, also reite. Und ich bin auch davor schon aufgeritten. Ich bin halt fest im Reitverein. Und dann gibt es halt eine Reithalle und es ist halt die ganze Zeit drin irgendwie. Und jetzt habe ich die halt, es kommt an. Ja, die hat hier vorne, was ich voll süß finde, ist halt ein Pferdchen, was so ein, also ein Ohr hat. Also Ohr. Und halt irgendwie, ich finde es mega schön. Ich nehme mein Band. Ja, ich finde die mega schön und habe hier auch Taschen, wo ich zum Beispiel Leckerlis reinfüllen kann oder halt noch andere Sachen. Das zeige ich euch mal. Ja, hier drin sind es nur nichts, weil ich die Jacke halt fast gar nicht benutze. Ja, die ist von Chap. Also, ja, von Chap. Keine Ahnung, wie cool. Das ist auf jeden Fall von Krämer. Die ist eine Größe F oder keine Ahnung. Ja, die ist auch eigentlich mega praktisch. Die hält Wasser ab. Und dann die Jacke von Chap. Zeige ich euch die zweite Jacke. Und das war halt meine Regenjacke, die ich aber kaum benutze. Oder halt auch nur, wenn ich unterwegs bin, im Kurs oder so, dann muss ich halt erst benutzen. Aber ich habe die auch damals benutzt, weil man halt Pferde. Dann kommen wir zu meiner Winterreiterjacke, die ich schon letztes Jahr anhatte. Die ist von, da ist eigentlich auch keine Regen, also keine Reiterjacke. Das ist eine Reitejacke, ja. Ja, die ist von Lisa Marge. Ich weiß nicht, ob man die kennt. Ich bin im Übergang von Lila auf ganz dunkel, mega. Ja, da hat so Reißverschlüsse und auch die Reißverschlüsse. Ja, die hat hier in so ein bisschen Fell. Man hier ein bisschen. Ja, ich finde die Jacke mega praktisch. Und das ist in der Größe. Die sind auch hier. Und da ist es geil. Und in der anderen sind die Leckerlis drin, die ich schon irgendwie das verfallen habe. Nämlich hier sind Leckerlis drin. Aber ich sehe es ja auch nicht. Entschuldigung, meine Mutter hat mich gerufen. Auf jeden Fall ist das keine Regenjacke, aber ich finde sie jetzt als Reitejacke, weil die eigentlich warm hält. Aber die benutze ich in letzter Zeit noch nicht. Weil es einfach noch zu warm ist. In der Reithalle ist es mega warm. Weil es ist eigentlich nicht so warm, aber mein Reithalle ist sehr. Die alle Leute reiten, sind. Und es ist halt die Jacke, die ich im Winter benutze. Dann kommen wir zu meiner dritten Jacke. Das ist ebenfalls keine Reiterjacke. Ich benutze sie als, also als Übergangsjacke zum Sommer oder jetzt zum Winter oder zum Herbst drüber. Die habe ich auch in letzter Zeit nicht an, weil es einfach zu warm ist. Und die sind Größe da. Aber ja, hätte ja auch ein bisschen gefüttert. Habe es auch nicht so. Ich finde die Farbe auch mega schön. Steht auf mir auf jeden Fall. Ja, die hat hier so Taschen drin. Also, Reißverschlüsse oder so, oder Knöpfe. Weil ich ein bisschen blöd finde, aber trotzdem benutze ich auch gerne. Ja, das ist auch wieder nett. Und beide Jacken haben so einen Anhänger dran. Hab ich als letztes Mal. Sehr lecker. Ich muss mich mal anhängen. Genau, ein bisschen. Es sind nur meine 2 Jacken. Ich habe eine Winterreiterjacke und eine Jacke. Und das ist meine Weste. Leider ist meine Weste in der Jacke. In der Wäsche. Deshalb kann ich es euch leider nicht zeigen. Aber es ist halt eine Weste.
auch eine beste Reiterjacke, keine Ahnung, und hat auch Reißverschlüsse und ich muss sagen, wo ein bisschen der Wäsche ist und bin in Reiterhosen. Und übrigens, die beste benutze ich gerade, weil es dann so warm ist und mir so warm ist, weil auch andere aus so viele, also auch mit Weste irgendwie gefühlt rumlaufen. Und ich finde halt eigentlich Weste eigentlich in dem so eigentlich sehr gut, wenn ich reite, weil ich würde es jetzt nicht so viel mehr und das möchte ich reiten. Dann kommen wir zu der ersten. Das ist meine Sommerreiterhose, die ich im Sommer benutze. Aber weil es ja jetzt ein bisschen kalt ist, kann ich das nicht benutzen. Jetzt hatte ich auch eine andere. Und die hat hier Gummi drin. Gummi. Diese Clips. Auch wenn man es so nennt. Ja, man sieht, dass ich einen Versuch reite. Ja, ich hatte das hier. Ja, ich habe eine Sache. Und die ist von dieser Marke. Und auch von Crema. Alle Reiterhosen sind von Crema. Und ist in der Größe 70. Und ich finde die eigentlich auch mega praktisch für den Sommer. Kommen wir zu der zweiten Sommerreiterhose. So, dann kommen wir zu der meiner ersten Sommerreiterhose, die ich hatte. Wo ich angefangen habe zu reiten. Ich glaube, auch jetzt fast anderthalb so lange, wie ich reite. Also fast 3 Jahre schon lang. Ja, die ist auch von der Marke. Und hier davor und zwei andere, ja, also reite ich mich noch ein bisschen leider zu klein. Also sind die zwei, die mir schon passen. Ja, wenn sie das nicht auch gewaschen hat. Dann muss ich eigentlich jetzt nur für mein Holzpferd noch, also für mein Holzpferd, oder ich weiß auch praktisch, weil ich jetzt halt so langsam hier überall die Schmetterlinge. Die sind so ein schade an den Spuren und die hat auch Gummi dran an den Dingern da. Und ist in Größe 152, die passt noch besser als meine andere. Ja, jetzt ist ja nicht dran noch an, also noch eine Hilfe oder so. Und ich habe das auch so ein Timber. Und zu der letzten, die ich im Moment benutze. Nämlich die da. Die ist meine Winterreiterhose, die ich im Moment auch anhabe. Die ist auch ein bisschen besser. Das ist ein bisschen mein Netzeinkraum. Und auf eine Marke. Und ist in der Größe 36. Ja. Und hat auch so Clips dran. Ich finde, von das ist einfach die beste Reiterhose, die ich hatte. Ich habe nämlich auch die im Sommer gemacht. Also im Sommer. Und die ist ein Brombeer. Weil ich mal was anderes wollte als immer blau, weil irgendwie gefühlt, habe ich euch schon mal erzählt, jeder mit einer blauen Reiterhose rumläuft. Und das finde ich ja mega geil. Deshalb habe ich mir mal eine andere rausgesucht. Und die hat hier von Gummi, das ist hier praktisch so rutschig, so hoch. Und halt an beiden Seiten. Und ich finde die eigentlich auch praktisch, weil ich halt auch nicht dabei was zum Zug machen. Und zu der habe ich eigentlich noch nicht so viel zu sagen, außer dass die mega gut ist. Von der Marke auch. Und nun ist die auch vom Crema. Also alle meine 3 Reiterhosen sind vom Crema, weil sie sind nicht gut. Ja, dann kommen wir jetzt auch schon zu meinen Reitersocken, die ich auch brauche. Und einige sind auch in der Wäsche. Und übrigens war ich auch in Borneo, wo ich bin und dann mit meinem Vater einfach mehrere. Die sind halt in der Wäsche, weil ich gestern rein hatte. Und ich habe halt, wie ihr vielleicht wisst, die einigen, dass ich montags und freitags halt reiten habe. Und da ziehe ich halt immer die hier an. Nur als Info, dass ich das im Rachen hatte. Und dann zeige ich euch das erste Paar. Das sind einmal so Schmetterlinge. Eigentlich ist es mit dem gleichen Look, aber die habe ich schon. Ja, die benutze ich eigentlich nicht so häufig mehr als meine anderen zwei. Die benutze ich mehr. Also eigentlich fast jeden Rest, wenn ich die habe. Dann benutze ich die halt so. Ja, dann kommen wir zum zweiten. Das sind einmal die da. Die benutze ich aber jetzt nur für meine Holzpferde, wenn ich zum Beispiel ein Turnier habe von meinen Holzpferden. Ich habe nämlich 3 Paare, die ich eigentlich. 4 Paare, die ich fürs Reiten nutze, fürs echte Reiten. Und ja, die hat so Sternchen, aber die habe ich auch mal benutzt. Die sind leider das Verdein, deshalb benutze ich die fürs Holzpferd. Aber nicht schon nicht jeden Tag. Ja. Und hier ist so ein Sternchen drin und hat hier auch ein Pferd, also hier. Hier hat es auch so ein Sternchen, das sind auch von der Marke Chaps, wie die da. Die sind auch irgendwie gut. Dann kommen wir zu den
zweiten, meiner dritten Reitersorgen, die ich benutze. Eigentlich nur fürs Pen. Die Türen benutze ich nur fürs Malerheim. Also Holzpferd und die vier Paare benutze ich eigentlich fürs echte Reiten. Und die haben auch hier schon auch ein Muster drin. Das könnt ihr jetzt mal sehen, habt ihr ein Muster halt wieder drin, wenn ihr mehr. Dann könnt ihr auch so ein kleines Pferd, das ich mir so schön finde. Ja, die sind auch immer schon fett. Ich habe die mal, wo ich angefangen habe zu reiten, zusammengekauft. Die sind ja auch sehr lange schon. Habe ich die zusammengekauft mal. Oder ja, ich glaube, da waren ein paar dran. Zwei Paare, glaube ich, von den zwei. Und ich finde die auch mega gut von Chaps. Ich habe eigentlich nur Chaps und einmal von Facebook mit Schwarz. Und haben so Glitzer, die sind auch gerade in meiner Produktion drin. Oder nicht länger, aber die sind ja geil. Und wir kommen zu meinen Sachen, die ich so. Leute, ich bin ja gestern reiten und ich habe mich drum gekommen. Alles klar, läuft jetzt so. Einfach mal vom Pferd, weil. Das war eine Figur in mir, froh. Also im Verein. Ich schätze. CS. Ja, die sind an meinen Reiterstiefeln dran. Die sind so gefüttert, benutze ich auch nur das ganze Jahr, weil sie nicht kalt ist. Und sind von, oder Größe M. Ja, Größe M. Die sind auch von Chaps oder wie es auch immer heißt. Das kann man jetzt gar nicht erkennen wegen der Sonne. Ich finde auch mega cool. Und die sind ein bisschen weich, aber dann ist es und haben hier mal. Keine Ahnung, wie mir das ist. Und dann kommt zu meinen Reiter schon. Ich habe ja zwei davon. Die sind, wie gesagt, gefüttert. Die habe ich auch das ganze Jahr eigentlich an. Sind mega geil. Sind mega gut. Man sieht es ja auch. Und sind auch von der Marke Chef. Keine Ahnung, wie sie heißt. Auf jeden Fall finde ich die auch gut. Und sind wieder Fabrik-Pies. Und habe ich auch seit einem halben Jahr. Erst weil meine anderen kleine geworden sind. Rein. Man sieht, dass ich gestern rein hatte. Lecker. Was ist das hier? Quatsch. Hey. Saugen. Geil. Ja, jetzt kommen wir zu meinem Helm, zu meinen anderen Sachen noch. Ich würde einfach sagen, wir beginnen mit meinem Reiterhandschuh, weil ich habe sehr viele Paare eingesammelt von 1,5 Jahren. Wir fangen erstmal zum ersten Paar, was ich zuerst hatte. Nämlich die da. Die sind ebenfalls von Chat und sind Sommerreiterschuhe. Reiterhandschuhe. Die sind aber auch schon ein bisschen abgenutzt. Das sieht man ja auch hier. Das sieht man ja auch. Die sind abgenutzt, aber ja. Ich habe die jetzt länger nicht genutzt, aber passen trotzdem noch mehr. Ja, ich finde die eigentlich auch mega schön. Und das Muster, ich habe ja die Jacke davon. Dieses Muster, ich finde auch mega schön, den Flamingo. Natürlich gibt es zwei Paare. Und sind halt ebenfalls viel kleiner. Dann kommen wir zu meinen Winterhandschuhe, die mir nicht so richtig passen. Weil die noch leider zu groß sind. Weil ich bin da hier und es ist einfach blöd. Und es sind innen drin gefüttert. Ich bin ganz gut erkennen kann. Ich weiß leider nicht, welche groß die haben. Und bei denen auch nicht. Die sind ebenfalls von Chaps und finde die Farben mega schön, aber passen mir leider nicht. Also für mich nächstes Jahr passen hier mir die. Und muss ich hier mal mit den Sommerreitschuhen reiten, aber man sieht halt auch ein bisschen die Haare. Aber ich habe die halt lange nicht mehr benutzt, weil ich jetzt auch andere Haare habe. Und dann habe ich auch sehr viele Reitschuhe. Und ja, die muss ich auch nicht, weil die sind nicht. Ja. Und die sind nicht mehr benutzt, weil ich ja nicht mehr. Dann kommen wir zu meinen weißen Turnierreitschuhen. Die sind ebenfalls im Chat. Und fragt euch nicht, warum ich die habe. Weil ich auf vom Reitverein auf dem Turnier war oder gemacht habe beim Turnier. Weil ich fett geritten sind. Die auf TikTok und Instagram folgen, die wissen, dass ich im Turnier war. Mal vor gut 4 Monaten. Keine Ahnung. Oder 2 Monaten. Keine Ahnung. Die habe ich einmal nur gefühlt benutzt und sind halt auch weiß, hier so dunkelweiß. Das ist wieder weiß. Und die sind in Größe XS. Ja, XS sind die. Das ist mir ja auch.
So, das sind im Moment meine Handschuhe, die ich in letzter Zeit benutze. Ja, die, man sieht es auch, dass ich die benutze. Die sind ebenfalls von Chaps und die habe ich mir mega schön. Und man sieht eigentlich ganz klar, dass ich ein weißes Pferd reite. Dunkel, ich reite ein geschecktes, also schwarz-weiß geschecktes Pferd. Und Größe XS und sind auch von Chaps. Und ich finde auch eigentlich mega schön. Ich habe auch ein bisschen abgenutzt, weil ich jetzt Züge habe und auch ein stures Pferd zu reiten, also für Zuschauer. Ja, was ich, wenn sich irgendwie stur stelle, also ich stelle sich halt ein bisschen stur wie ein Bock, der dann ist, wie er eigentlich weiterlaufen will, aber ja, warte, gerne. Und ja. Handschuhe, die ich in also benutze, sind übrigens nicht gefüttert. Dann kommen wir zu meinem Helm. Ja, der ist von dieser Marke hier. Also, ihr könnt es gar nicht erkennen. Hier. Ja, den habe ich schon im guten Jahr. Und man sieht hier ganz deutlich, dass ich wirklich ein weißes Pferd reite. Ich weiß nicht, warum die Haare von meinem Pferd irgendwie das ich reite, reinkommen. Ich weiß es halt einfach nicht. Und warum da Stroh drin ist. Wer kennt's nicht? Hier ist Stroh drin. Und ich habe also SM. Ja. Und man sieht es eindeutig, dass ich den Helm. Ich bin nur einmal runtergefallen, du Leute. Das sagt man sich auch ein bisschen. Ja, ich habe auch meinen Helm irgendwie immer gefühlt. Nur ins Stroh. Ja. Geil. Ja, ich finde den Helm eigentlich auch mega geil und der ist gut, finde ich. Oder der ist mega geil, ich finde ihn interessant. Und jetzt habe ich eigentlich nicht so viel zu sagen. Außer dass hier was zum Aufmachen. Und ja. Übrigens, den habe ich auch in Kammer gekauft. Aber ich glaube, der ist, glaube noch in der Kollektion. Keine Ahnung, wir haben den letztes Jahr irgendwo im September mal gekauft. Auf jeden Fall mal ein Krämer. So, das ist einmal meine Reiterweste, weil ich meine Reiterweste anziehe. Und das ist ein Hosenträger, ja Leute. Ja, ich finde eigentlich ist mega geil, diese. Weil man kann es mega gut da bewegen. Und Größe war jetzt nett, aber muss für eine Größe, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es halt so Träger und hier oben wird man irgendwie gefühlt immer engt den Ding, weil es hier oben irgendwie am Hals liegt. Und die sind ebenfalls ein Chaps, oder wie auch immer das mal heißt. Und ich hätte auch mal davor einen anderen Panzer, aber der ist leider mir zu klein und denke ich auch fast gar nicht. Und nicht. Und jetzt auch noch so wegen meiner Gerte, die ich erst bei meinem jetzigen Reitverein nicht benutze, weil die Selbstgärten haben. Und im vorigen Reitstall konnte ich die benutzen, weil ich mega schlures Pferd hatte zu reiten. Und man die auch ein abgenutzt ist. Und ich benutze die jetzt für meine Holzpferde. Und ja, die ist ebenfalls von Chaps und hat hier mal so ein Programm gehabt, dass man so rein kann, aber das ist ein bisschen nervig, wenn man die ganze Zeit die Gerte wechseln muss. Und deshalb, ich benutze die halt jetzt auch noch beim Essen. Schon beim Essen bleiben, habe ich die mal von, habe ich ja benutzt. Da war ich ja noch ein anderer Reitverein, aber es ist ein Reitverein. Die benutze ich dann halt auch noch mehr. Und ja, die sind schwarz, ganz normal. Und das ist von Cats, also von Krämer. Und die sind auch mega gut. Und nehme ich eigentlich nur fürs Cora, weil wenn ihr ja noch eine Sprichgärte kriegt. Aber ja, und ich habe auch das also Freitag. Also gut, wo ich rein hatte. Yay. Und ja, so, da habe ich eigentlich nicht viel zu sagen. Und übrigens, ich habe jetzt schon fast ein halbes Jahr oder ein Jahr. So, dann kommen wir zu meiner letzten Sache, nämlich ein Leckerlis für mein Pferd, das reite. Gibt mir Leckerlis. Nehmt das hin. Ihr wundert euch, warum ich das Leckerlis. Ja, ich habe hier, oder viele eben halt sagen Leckerlis. Oder jetzt auch. Die sind von Apfel-Leckerlis, das? Und von Original Landmühle. Die habe ich mir für meine Holzpferde gekauft, aber ja. Ja. Die sind jetzt von der. Ja, Lea, ich muss auch mir nochmal neu kaufen, aber ich habe noch sehr viele. Ja, das ist einfach so Mix, also Apfelmix.
nur Äpfel drin, wie immer. Ja, ich muss mal gucken, ob das fett ist, was ich, die realisieren kann. Jetzt sehen halt ganz normal so aus. Jetzt sind die großen mitnehmen, weil ich das keine Rüben so aussehe. Aber ja, Leute. Ich weiß nicht, ob ich schon diese Videos gedacht habe, aber ja, egal. Und ich finde die eigentlich auch mega gut. Ich probiere mal die bei meinem Pferd aus. Und die habe ich das beim Krämer gekauft. Und fast alles beim Krämer. Und ein paar Sachen von Liestau. Aber alles, was ich jetzt hier gezeigt habe, sind eigentlich nur von Liestau. Von Krämer Sachen. Und ja, ich probiere die halt einfach mal aus. Ich kann auch mal in den Kommentar schreiben, mal aufgemacht sind, ob die gut sind oder nicht. Ich finde die eigentlich mega gut. Hätte auch lange halten. Und natürlich auch mal etwas cool sind, dass sie schön sind. Und ich werde die mal jetzt ausprobieren bei meinem, so am Montag, wenn ich wieder reite, werde ich die ausprobieren und die dann auch mal meine Reiteweste tun. Die Katalyse wird es wahrscheinlich noch leer sein, weil ich meine Hand dann antue. Und zwar mal so voll, aber ich hätte nicht sehr viel von meinem Häuserbüchse. Ich bin jetzt ein bisschen. Aber egal, ich werde die erstmal aufbauen, dann werde ich die anderen aufbauen. Diesen Mix da. Ich werde die ein bisschen die Pferde. Also, das ist falsch. Und wenn ich das Pferd jetzt fette, wollte ich spielen. Ich weiß es nicht. So, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne mir einen Daumen nach oben da. Vergesst die Glocke nicht zu aktivieren. Und klickt auf Abonnieren, wenn ihr noch nicht meinen Kanal abonniert habt. Mein Kanal ist natürlich kostenlos. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Lieben!